Herzlich willkommen auf LH Cybersecurity und schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute an, was der sicherste Browser ist im Jahr 2020, 21, 22. Denk mal, da wird sich in den nächsten paar Jahren nichts ändern. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt erstmal an, was inhaltlich für dich drin ist. Gut, ihr kennt es ja, die Lehrer sagen immer, macht's keine heftigen Animationen. Wenn ihr YouTube macht, dann könnt ihr natürlich heftige Animationen in eure PowerPoint einbauen. Also, let's go. Wir schauen uns an, welcher Browser überhaupt getestet wird. Hier, kleiner Spoiler, nee, Spaß, nicht alle sind dabei oder einer mehr sogar. Dann die Bewertung vom BSI. Sehen wir später, was das ist. Dann ein Online-Test von LH, also von mir. Und das Fazit natürlich über das Ganze. Und danach zeige ich euch noch ein paar Alternativen, falls euch irgendwas noch nicht gereicht hat. Genau, let's go. Gut, kommt wieder eine heftige Animation. Also im Test ist der Internet Explorer, der Microsoft Edge, der Firefox und Chrome. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich hier alles in Klammern nochmal irgendwie komisch hingeschrieben habe, Chromium ist Chrome im Endeffekt. Also die Basis nennt sich von Chrome, nennt sich Chromium. Und Microsoft Edge basiert auf der Chromium-Basis. Das, bei Firefox ist es auch so. Da basiert zum Beispiel der Tor-Browser auf der Firefox-Basis. Bei Opera eben auch. Basiert inzwischen, früher ist nicht, auch auf Chromium. Und der Brave-Browser basiert auch auf Chromium. Genau, Internet Explorer ist was Eigenes und Safari eben auch. Aber den schauen wir uns heute gar nicht an. Gut, dann schauen wir mal die Bewertung an vom BSI, also vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist eben in Deutschland dafür zuständig, dass alles sicher ist. Genau, zumindest in der Informatik. Und die haben eben für die Bundeswehr und so einen Browser gesucht, der sicher ist und den Anforderungen entspricht. Dafür haben sie mehrere Tests durchgeführt und die schauen wir uns jetzt an. Genau, hier, wenn ihr das selber nachlesen wollt, Abgleichstabelle zum Mindeststandard des BSI für Webbrowser. Link kommt auch in die Beschreibung. Gut, dann schauen wir mal hier so. Sicherheitsanforderungen, Cookies. Ja, jeder Browser kann Cookies. Wow, eine Überraschung. Dann Webseite, Daten und Verlauf. Kann auch jeder. Übertragung von Telemetriedaten. Das können auch alle, bis auf der Internet Explorer. Der kann es nur in der Enterprise-Version deaktivieren. Wir wollen natürlich nicht, dass Telemetriedaten, also das sprich einfach irgendwelche Nutzungsdaten, übertragen werden, um den Browser zu verbessern, da das auf Datenschutzebene nicht so schlau ist oder gut. Gut, dann schauen wir hier weiter an. Same Origin Policy. Das ist ungefähr so JavaScript, ActionScript deaktivieren. Wo kann man das überall deaktivieren? Zum Beispiel beim Firefox kann man es deaktivieren, bei Google Chrome kann man es deaktivieren und ja, beim Internet Explorer, der Port wird im Kompatibilitätsmodus nicht beachtet und dieser lässt sich durch eine bösartige Webseite erzwingen. Das heißt, es sind Sicherheitslücken vorhanden, die ausgenutzt werden können. Der Edge ist wieder sicher. Gut, jetzt kommen wieder so eine super schnelle Animation. Schauen wir jetzt die weiteren Sicherheitsanforderungen an. Schutz vor Änderungen können alle. Synchronisation können auch alle. Unterschiedliche Browser-Konfigurationen. Hier nur eingeschränkt möglich beim Internet Explorer, da der doch etwas älter ist. Gut, dann Content Security Policy haben alle. Und hier ist eben das nur eine Anweisung und keine echte Regel. Also wir können hier zum Beispiel einstellen, auf welchen Content der Nutzer zugreifen darf. Das können wir beim Internet Explorer eben nicht machen. Gut, kommen wir jetzt zum Test. Also ich habe hier nochmal alle selber getestet, weil ihr wisst ja, ich teste gerne Sachen und verlasse mich nicht auf vorhandene Testergebnisse. Und schauen wir einfach mal, ob wir das auf dasselbe Ergebnis wie der BSI gekommen sind. Und ja, wir haben hier angefangen mit Firefox auf der Webseite browseaudit.com. Würde ich auch empfehlen, hier mal drauf zu schauen und selber euren Browser zu testen. Vielleicht habt ihr was falsch eingestellt, dann werden die hier anders abschneiden.
Und wir haben hier verschiedene Tests, die ein Browser bestehen muss. Und wenn hier Pass dort steht, dann ist das schon mal gut. Umso höher, umso besser. Warnings sind natürlich ein bisschen schlechter. Critical ist ganz schlecht. Und Skips sind einfach übersprungene. Genau. Bei Firefox schaut das Ganze schon mal relativ gut aus. 90% grün oder ich weiß nicht genau, wie viel Prozent das ist. Aber ja, schaut schon mal gut aus. Dann haben wir hier den Chrome. Der Chrome, da ist ein Problem aufgetreten. Ich weiß auch noch nicht genau, an was das liegt. Ich habe viel ausprobiert. Aber wir haben ja auch ziemlich viel Past, paar Warnings und ein Critical, was sehr schade ist. Da Chrome eigentlich mein Lieblingsbrowser ist, sage ich jetzt einfach mal. Ist auch so. Und Skip 20, gut. Was ist hier das Problem? Ich habe hier die Fehlermeldung rauskopiert. Cookies set by JavaScript. Script should not be sent over HTTP. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Die Cookies sollen einfach nicht über HTTP, also ein unverschlüsseltes Protokoll, versendet werden. Denn wenn das gemacht ist, können das Hacker abfangen, mitlesen und es ist eben nicht verschlüsselt. Keine Ahnung, wieso der Chrome das hier bei mir gemacht hat. Ich habe es auf meinem Laptop probiert, auf meinem PC. Ich habe Cookies gelöscht, Browser neu installiert. Dieser Critical Error geht nicht weg. Bin auch in der neuesten Version momentan, also wenn ihr das Video gerade anschaut. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal auch testen würdet und schaut, ob ihr auch diesen Critical Error habt. Ansonsten habe ich irgendein Problem auf meinen Computern. Und schreibt mir das gerne in die Kommentare, wäre echt top. Ansonsten habe ich andere Berichte von Chrome mit dieser Webseite gefunden. Da war eben kein Critical Error, aber vielleicht ist es ein Problem von einem neuesten Update oder so, ich weiß es nicht. Aber schauen wir einfach mal weiter. Gut, dann haben wir den Internet Explorer, unser alter Freund. Da haben wir 273 Past, paar 100 Warnings, kein Critical zum Glück und halt ein paar übersprungene. Gut, kommen wir jetzt zum Fazit. Und ja, tada, haben wir hier einen chilligen Vorhang. Boah, meine Lehrer würden mich so hassen. Aber okay. Firefox hat gewonnen. Yes. Gut, ich habe eher auf Chrome gehofft, aber wir sind hier ja neutral und haben den Test neutral durchgeführt. Firefox hat gewonnen, ist am sichersten laut dieser Seite. Und hier wurden auch extrem viele Sicherheitschecks durchgeführt. Also der Test dauert 3-4 Minuten. Und ja, dem Test kann man vertrauen. Auf jeden Fall dann das zweite, damit hätte ich auch nicht gewartet, Microsoft Edge. Ein Produkt von Microsoft ist sicher, also nicht so wie der Internet Explorer. Und das ist natürlich auch auf Basis von Chrome, aber es ist wesentlich besser als Chrome, wahrscheinlich weil es in Microsoft implementiert wurde und so bessere Sicherheitsstatistiken, bessere Sicherheitsmechanismen hat. Genau. Ja, Chrome ist Platz 3 wegen diesem einen Critical, vielleicht auch Platz 4, man kann es schlecht sagen, weil ein kritischer Fehler müsste eigentlich schon auf Platz 4 gehen, aber da der Test jetzt bei mir nur so verlaufen ist, habe ich ihn jetzt mal auf Platz 3 gelassen. Andere hatten, wie gesagt, diesen Critical Error nicht. Und dann Internet Explorer ist Platz 4, da er eben nur 273 Checks gepasst hat, also bestanden, und da ist hier auch eine ganz klare Empfehlung von mir, nicht verwenden. Der Test wurde am 14.10.20 durchgeführt, falls das jemand nachmachen will, und der Link zu der Seite kommt natürlich auch in die Beschreibung. Gut, dann schauen wir uns eine coole Animation an, die Alternativen, und hier würde ich sagen, wenn ihr Firefox-Fan seid, aber ihr Bedenken bezüglich Datenschutz habt, also DS hier steht für Datenschutz, dann würde ich euch den Brave Browser empfehlen, da er abgespeckt ist, also diese ganzen Überwachungsfeatures wurden rausgebaut und im Inkognito-Modus kann er sogar übers Tor-Netzwerk gehen, was auch ein krasses Feature ist, würde ich sagen. Und das ist dieser Löwe hier. Und ja, für Microsoft Edge würde ich euch den SRware Iron empfehlen oder auch für Chrome, wenn ihr auf Datenschutz Wert legt. Das ist nämlich auch ein Browser basierend auf dem Chrome Browser und da wurden eben diese ganzen Google Features deaktiviert, also Google kriegt davon nichts mehr mit. Das macht ihn einerseits ein bisschen schneller und für euch, wenn ihr auf Datenschutz viel Wert legt,
habt ihr eben hier den Spieler Google ein bisschen ausgespielt. Und jetzt nochmal, wenn ihr viele Funktionen haben wollt, zum Beispiel an die Gamer gibt es jetzt eine neue Opera-Version. Die ist eben halt cool, wenn du deine Arbeitsspeicher begrenzen willst. Du kannst dem Browser sagen, hey, verwend nur 5 GB Arbeitsspeicher und nicht alles. Oder halt, da ist auch Discord integriert. Bei dem Thema Discord, wenn ihr Interesse habt an IT und IT-Sicherheit, kommt gerne in unseren Discord-Channel. Link ist auch in der Beschreibung. Und ja, Opera basiert eben auch auf Chrome, deswegen ist es auch eine Chrome-Alternative mit mehr Funktionen. Ansonsten verlinke ich dir hier noch eine Playlist zum Thema, weiß ich noch nicht. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass doch ein Like da, ein Abo, aktiviere die Glocke, ganz wichtig. Und dann wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Video. Peace!